Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Half-Life Alyx. Das letzte Mal sind wir ja hier vor dieser Barriere stehen geblieben. Ja, offensichtlich kommen wir hier nicht durch. Da habe ich ja schon was gesehen. Okay. Feuerstoß umzuschalten. Sieht man das hier irgendwo? Ah, hier. Okay, drei Schuss. Schauen, wie es weitergeht. Sonst gibt es hier nichts mehr. Da braucht man wohl beide Hände. Tschüss! Das ist jetzt fies. Das war jetzt gemein. Oh. Hängst du hier so ab? Dort ist die Taschenlampe. Sechs Schuss. Okay, 7 Schuss. It is dark. Everything all right? No, I'm good. I'm good. Ist nicht gerade vertrauenserweckend. Scheiße. This is fine. Wo ist der Punkt?
das Vieh einfach an. Das war jetzt erschreckend. Da hatte ich gerade etwas Angst. Es war ja auch so klar, dass das eine Falle ist. Du fieses Ding, du. Sonst gibt's hier aber nichts. It's really dark. Russ? Yeah? Can you just talk? About what? About anything. Literally anything. Well, I think that given our situation, your irrational fear of the dark is actually quite appropriate. You know, I can give you easily 100 reasons to be terrified. Okay, that was my fault. I'll be more specific next time. Okay. Irgendwas kommt doch gleich wieder. Ich hör's doch schon. Okay, nichts. Big fan of this flashlight. And it, not unlike yourself, is also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Oh, nice. Geht das eigentlich? Nein. Okay, jetzt sind wir hier. Auf der anderen Seite. Taschenlampe haben wir jetzt. Wir ja jetzt dort durch die Dunkelheit. Three mags left. Ich sehe den Punkt gerade nicht. Ist das Vieh jetzt tot oder nicht? So. Was? Scheiße, noch 20 Schuss. Dort ist er. Punkt. Ja. Ein Schuss. Ist nicht ein Vieh vorhin noch hier runter gegangen? Da liegt ja noch was. Okay. Three shells left.
Okay. Weiter geht's durch die Dunkelheit. Da ist der Punkt. All right, Russ. Really need you to talk again. Absolutely. Be specific. Before. What was life like before the Combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Nope. Not once. Right. To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread, and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is. And I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a pig, and turkey from an animal we used to call the turkey. And more tomato, more lettuce, and a bunch of other things I'm forgetting. It was 6 inches tall and weighed a pound and had a dozen ingredients from 5 different continents. It was the most impossible food item you could imagine in any age before ours. Wow. I know, right? That is... wow. Thanks, Russ. You're welcome, Alex. Magazin. Noch ein Magazin. Das Vieh allerdings muss sich wohl erledigen. Kraft. Danke sehr. 30 Schuss. Sieht ja hier sehr schön aus. Irgendwas passiert doch hier gleich. Sehr gut geschossen. Oh shit. Dann wohl nicht so gut. Komm.
Natürlich habt ihr wieder mal nichts dabei. Traue ich hier gar nichts. Hört doch hier schon was. Ist nicht gerade meine Lieblingsstelle hier. Okay, das war eine große Explosion. Schuss. Nein. So, das fiel mir raus.
sehr wichtig. Okay. Haben wir wohl geschafft. Jemand oder was ist hier genau? Ah, okay, Speicherpunkt. Irgendwie gibt es hier nichts. Oder doch? Wait, is that a dead Combine soldier? Yeah. When you guys were off stealing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So, I guess they're interested in this place again. Right, we'll keep an eye out. Something's definitely up. Okay. See it. Okay, was war das jetzt? Eine Drohne oder so etwas Ähnliches? Was war das für ein Geräusch? Okay, so right now, what it's like to live on Earth on a scale of 1 to 10? I'd say we're at a 2. Yep, could always get worse. What would you rate it before the Combine showed up? Ooh, that's a toughie. I don't know. Good day? I'd say 6. Yeah, strong 6. 6? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the Combine off Earth and we could shoot for like an 8, you know? Oh, an 8. Yeah, that really would be nice. Really nice. Ist das ein Funkgerät oder sowas?
Okay. Oh, holy ish. Einer aufwacht, dann schrei ich aber. Ich glaube, das ist das Funkgerät von ihm. Also, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.